Willkommen Leute zu einem weiteren Part von Pokémon Platin Hardcore Nuzlocke. Im letzten Part sind wir in Herzhofen angekommen. Und ja, was können wir in Herzhofen tun? Wirklich sehr viele. Als erstes gibt es den Park der Freundschaft, die Wettbewerbshalle und dazu noch den dritten Arenaorden. Hier gibt es wirklich sehr viel zu holen. Zuerst werden wir den Park der Freundschaft ansehen. Da gibt es ja auch ein paar TMs, die wir uns holen können. Zum Beispiel TM 45 Anziehung, die wir jetzt wahrscheinlich nicht verwenden werden oder und wollen. Denn Anziehung in der Random, also in der Nuzlocke, da bin ich eher skeptisch. Ich finde die Attacke jetzt nicht so gut. So, haben wir alles im linken Teil gesehen? Ja, wir hätten es eigentlich alles im linken Teil gesehen und müssen nun in den rechten Teil. Der Park der Freundschaft war für mich immer richtig nice, muss ich sagen. Im Pokémon Pearl habe ich den Park der Freundschaft gefeiert. Natürlich kannst du da nur mit ein paar bestimmten Pokémon dort gehen. Wahrscheinlich hat man hier getestet, wie es wäre, wenn in Heart Gold, Soul Silver, die alle Pokémon nachrennen. Und wie Heart Gold und Soul Silver herausgekommen sind, ja, hat mich der Park der Freunde nicht mehr interessiert. Der war dann eher unnötig. Natürlich, in der Sinnoh-Region ist das cool, wenn die Pokémon dir hinterherrennen. Aber in Heart Gold, Soul Silver rennen dir ja eigentlich alle Pokémon hinterher. Was schon richtig cool ist. Es ist halt schon cooler, wenn dir auch ein Lugia hinterherrennen kann. Okay. Und den Park der Freunde, den habe ich nie verstanden. Wie kommen wir jetzt hier unten nach? So. Sprich mit dem Pokémon. Okay. Hast du ein Item? Nein. Gut, wie kommen wir jetzt zu den anderen Item? Ach ja, Park der Freunde. Aber warte mal, man konnte ja links und rechts auch noch hin. Genau, da gab es ja auch noch einen Teleporter. So, hier muss es ein verstecktes Item geben, oder? Sieh mal nach. Nein, hier gibt es kein verstecktes Item, aber... So, was sagt diese Person? Park der Freundschaft ist eigentlich so ein Labyrinth. Das ist vielleicht ein bisschen unsinnig ist. Okay, wir haben 5 Mithrilbeeren bekommen. Die kenne ich jetzt nicht wirklich, aber okay. So, rechts waren wir noch nicht. Wo gehen wir hier hin? Was sagt die mit dem Moneira? Okay. Wenn wir mit dem Voneira reden, bekommen wir dann ein Geschenk. Voneira scheint... Ah, das wollte ich jetzt nicht. Ich gehe mal aus Reflex gleich ganz hintere, aber wir können ja nach links und nach rechts auch wieder. So, wo kommen wir als nächstes dorthin? Gibt es hier ein Item? Auch wieder nicht. Schöne Aussicht, wenn wir mehr sehen konnten. Und jetzt habe ich mich schon wieder vertan. So, wir gehen jetzt mal links. Wir halten uns jetzt immer links, denke ich mal. So. Ich will noch ein Item finden. Sonst sehe ich offscreen nach, welche Item es hier gibt. So, jetzt rechts. Okay, gut. Ich werde offscreen nachsehen, ob es irgendwas Wichtiges gibt im Park der Freunde. Ich werde auch schnell einen Cut machen, denn mich interessiert, ob dieses Item wichtig ist. Hier bin ich wieder und es gäbe noch die Spukbar, also Spuktafel oder Geheimpower. Und die werde ich vielleicht dann offscreen holen, wenn wir sie wirklich brauchen. Spuktafel, finde ich, ist nicht so nötig, denn es gibt hier zum Beispiel in diesem Spiel auch noch einen Bannsticker. Und wenn wir einen Ghost-Tap haben, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Aber ja, in diesem Part werden wir versuchen, mal alle Vortrainer der Arena zu machen und vielleicht sogar noch die Arenaleiterin. Das Ace von ihr ist Raun Magil auf Level 26. Wir haben ja Palimpalim auf Level 27. Das ist ein Psycho-Pokémon, das werden wir sowieso nicht für die Arena verwenden. Deshalb ist es nicht so schlimm, dass das Pokémon auf so einem hohen Level ist. Und ja, die Pokémon-Wettbewerbe. Die werden wir vielleicht mal in ein Park quetschen.
aber jetzt noch nicht. Wir werden jetzt mal die Story folgen, vielleicht offscreen. Oder vielleicht erst einen zusätzlichen Part. Aber nun stellen wir uns der Arena, wenn sie uns nicht mehr voll quatschen würden. Ja, danke, gut. So. In Diamant und Perl war es ja so, dass man eine Rechenaufgabe machen musste. Und mit der richtigen Antwort konnte man da weiter. Und jetzt sehen wir hier ein Muster. Ein Kreis. Und jetzt müssen wir einfach in die Kreisfläche gehen und dann kommen wir schon weiter. Wie ihr seht, haben wir Gyarados, Staravia, Luxio, Haspiroa, Palimpalim und Bliebren. Bliebren ist schon auf Level 26. Ich werde es noch versuchen, mit Gyarados Level 23 zu erreichen. Haspiroa kann leider keine Attacke mit denen es Geistpokémon trifft. Was jetzt nicht so schön ist, vielleicht erlernen wir den Pokémon jetzt noch spontan Raub, aber das werden wir sehen, wenn wir bei Lamina sind, der dritten Arena-Leiterin. Welche Pokémon könnte sie haben in Driften? Also zwei Pokémon aus meiner Erinnerung weiß ich noch. Ach ja, Gyarados hat Drachenmut erlernt. Sie hat ein Traunmagie und ein Alpollo. Aber das dritte Pokémon weiß ich nicht. Ich denke jetzt nicht, dass das eine Weiterentwicklung ist. Ich könnte mir Drifton vorstellen oder Zwielicht. Das sind die anderen beiden Pokémon, die ich mir jetzt noch vorstellen könnte. Wenn es hier mal mehrere Trainer machen. Ob wir es verlustfrei gegen Lamina schaffen, ist wieder eine andere Frage. Geist sind ja eher hexlastigere Pokémon, beschreiben wir mal so die Geist-Pokémon, denn welche Attacken können sie meistens? Konfusstrahl, Irrlicht und Fluch. Und das sind drei ekelhafte Attacken. Also wenn so ein Traunmagie Fluch einsetzt, darüber beschwere ich mich jetzt nicht. Aber wenn eins der drei Pokémon, ich weiß, dass die drei Pokémon hat, Konfusstrahl einsetzt, das wäre nicht so schön. Die Frage ist doch, hat dieses Traunmagil eine Elektroattacke? Ich weiß, sie hat eine Geistattacke, Spukball. Zauberblatt hat sie noch und die anderen zwei Attacken weiß ich leider nicht. Okay, der Trainer hat einen Alpollo auf Level 24. Es ist schneller und es setzt Fluch ein. Okay, zumindest wissen wir schon mal, dass dieses Alpollo auf Level 24 schneller ist. Gut, wir müssen jetzt... Ich sehe, okay, den Stern. Gut, wir werden aber noch ein paar Trainer machen, dass Gyarados ein gutes Level erreicht. Es wäre schon gut, wenn das Pokémon so auf 25, 26 ist, dass wir gegen Lamina ein besseres Spiel haben. Ich habe jetzt auch noch überlegt, dass wir Palimpalim austauschen gegen ein anderes Pokémon, als so ein Deathfodder. Wäre eine Möglichkeit. Pokémon wie Pachirisu bieten sich als Deathfodder an. Denn Palimpalim können wir in der Arena sowieso nicht wirklich verwenden, denn auch wenn es eine Level-Richtlinie ist und keine Level-Cap, ich will keine Pokémon benutzen, die auf einem höheren Level sind, außer es muss unbedingt sein. Wäre Palimpalim sehr wichtig, dass wir die Arena schaffen, dann wäre das natürlich etwas anderes, aber in diesem Fall ist das jetzt nicht so. Gut, Gyarados hat dieses Traunfugil besiegt. Dass Traunfugil schnell ist, sagt man, dass Traunmagil auf jeden Fall schneller ist. Seinen Supertrank setzen wir jetzt noch ein für Gyarados. Gut, da haben wir noch einen anderen Trainer. Und dann werden wir mal ins Pokémon Center gehen und Palimpalim austauschen. Ich denke, das ist das Beste, was wir hier dann tun können. So, Driftlon. Okay, wenn eine Vortrainerin Driftlon hat, könnte es wirklich sein, dass die Arenaleiterin auch einen Driftlon hat und wir müssen auf Finalschlag aufpassen. Gut, Gyarados erreicht Level 25, sehr schön. Jetzt setzen wir Luxio an die Spitze. Wenn wir noch ein paar Trainer haben, wird Luxio die machen, noch ein paar Level steigen. Gut, dann werden wir Palimpalim austauschen, denke ich mal, gegen einen Deathfodder. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Deathfodder, aber ja, einen Deathfodder können wir immer gebrauchen, wenn sie jetzt wirklich mit Fluch oder Konfusstrahl ankommen.
Und wir haben sicher ein Pokémon auf der Box, was ich nie wirklich verwenden will. So, Pokémon bewegen. Gut. Ein Death Order. Tut mir leid, Pachirisu. Aber das, du bist so ein Pokémon, was ich in einem Nuzlocke nicht wirklich gerne verwenden würde. Palim Palim auf jeden Fall. Denn ja, Pachirisu ist nicht so bulky, kann nicht wirklich austeilen. Es kann natürlich zum Beispiel Charme, Superzahn. Bei Superzahn bin ich mir jetzt nicht mal sicher, ob das eine Level-Up-Attacke ist oder sogar eine Zuchtattacke. Ich glaube, man muss dem Pokémon sehr viele Zuchtattacken beibringen. Und mit welcher Elektroattacke will das Pokémon ankommen? Das ist die Frage. Ob das überhaupt so nützlich ist, dieses Pokémon. Deshalb werden wir das Pokémon jetzt das Death Ward haben. Wir haben auch Luxio, was Rivalität hat, aber nie sich nicht verwirren lässt. Sehr schön, das Pokémon ist Doppel-Level 25. So, wir werden mit Luxio anfangen. Hoffen wir einfach mal, dass sie nur weibliche Pokémon hat, dass Luxio mir Schaden macht. Okay, ich hätte meine Pokémon vielleicht heilen sollen. Letzte Zeit vergesse ich immer, wenn ich im Pokémon Center bin, dass ich meine Pokémon heilen soll. Das vergesse ich auch in mein Saphir-Spiel. Also ich spiele gerade Saphir, das vergesse ich auch gerade immer, dass ich ins Pokémon Center gehen soll. Gut, die Sonne ist es, oder? Na, okay. Mir, wenn man die Taschenlampe drauf leuchtet, sieht man gar nichts mehr. Okay. Stern, Herz und wir müssen hier ganz links her und sind jetzt schon bei Lamina. Ja. Gut. Dann fordern wir jetzt die dritte Arenaleiterin der Sinnregion im Platin heraus. Bin mal gespannt, ob wir ein Pokémon verlieren. Ich denke, wir werden Pachirisu verlieren. Da wir keine Tränke verwenden dürfen. Will ich eher safe spielen? Aber ich hoffe, wir werden jetzt nicht so mit Deathfordern ankommen, wenn wir wirklich einen Deathforder haben. Dass wir für andere Arenen auch vielleicht einen Deathforder gebrauchen. Gut, weiblich, also macht bis 25% mehr Schaden und sie fängt mit einem Irrlicht an. Das könnte ein One-Shot sein. Nein, das Ding ist bulky. Verfolgung kommt, okay. Das ist gar kein Problem, nur 8 KP Schaden und sie verwendet schon einen Trank für Zwirrlicht. Gut. Wird Luxion Spukball tanken? Eigentlich muss ich drinnen bleiben, wenn Traunmagie reinkommt. Okay, Traunmagie kommt rein. Also, Luxion müsste theoretisch einen Spukball tanken. Und mit Biss müssten wir es one-shotten. Konfusstrahl. Okay, sie fängt schon ekelhaft an. Wie ich mir dachte, das sind Geist-Pokémon, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Luxio ist verwirrt. Es kommt nicht durch. Und jetzt würde es wahrscheinlich auf jeden Fall gewonnen schottet werden von Spukball. Es kommt Pachirisu rein. Ich hätte ein Pokémon eine Brunusbeere geben sollen oder eine Antiverwirrbeere. So, Spukball. Bye bye, Pachirisu. Luxio hätte die Attacke nicht getankt und da wir schon Deathword haben, will ich das Pachirisu opfern. Gut. So, kann Haspiro das Ding treffen? Hat das Gesichte noch? Okay, es hat noch Gesichter theoretisch. Aber Gyarados ist unser Plan. Gyarados kann Biss. Wird hoffentlich 50% machen. Der Bedroher Mäder jetzt nicht so. Gut, Biss. Spukball. Okay, wie viel Schaden macht Spukball? Gyarados hat eine gute Spätstef. Okay, auch wenn es ein Spätstef-Drop ist, wir tanken noch eine Attacke. Und Biss ist ein Two-Shot. So theoretisch. Wir bekommen jetzt durch ein Spukball 36 KP ab. Okay, er geht auf Konfusstrahl. Das ist jetzt nicht gut. So, bitte komm nochmal durch, Gyarados. Das wäre wichtig. Wenn Traunmagie besiegt ist, ist das größte Threat-Pokémon weg. Biss, reich bitte aus. Nein. Okay, sie benutzt einen Supertrank. Der nächste Biss wird nicht ausreichen. Hoffentlich kommt Gyarados durch. Nein. Aber wie gesagt, einmal Spukball plus Verwirrung würden wir tanken, theoretisch. Und ich habe sowieso keinen Safe Switch. Gyarados ist nicht mehr verwirrt. Biss kommt durch. Perfekt.
Gut. So, ich muss jetzt ein Pokémon opfern. Ich könnte natürlich auch in Staravia gehen und einen Spukball predikten. Aber wenn er jetzt mit Konfusstrahl ankommt, so, wir bekommen noch sehr viele Gyarados, die können wir noch haben. Deshalb wäre es ja nicht mal so schlimm, dass wir das Pokémon verlieren. Wisst ihr was, wir gehen einmal in Staravia, wir werden das tun, wir riskieren keine Pokémon. So, Staravia kommt, bitte geh auf Spukball, wir sind Type Normal, Psystrahl. So, wie viel macht Psystrahl? Okay, Psystrahl würden wir einmal überleben. Okay, zum Glück kein Konfusstrahl. So, bitte kein Crit. Uiuiuiuiuiui. Okay, perfekt. Traunmagil ist besiegt, dass sie das Predictor und nicht das Spukball geht. Holy shit. Aber gut. Zwei unserer Pokémon sind rot. Wir haben jetzt, können jetzt eigentlich nur noch Luxio benutzen. Und Bliebrin. Aber wir haben ja Bliebrin auf Level 26. Das dürfte das Alpollo besiegen. Okay, das Traummagil hat mehr Probleme gemacht, als es machen sollte. Hypnose. Das ist jetzt nicht so gut. So, Plupstrahl. Dunkelklaue kann es nur statt Spukball. So, es macht aber ein Crit. So, 34 KP Schaden, also 17 Konfusstrahl auch noch. Bliebrin wurde verwirrt. So, bitte, komm durch, Bliebrin. Blubstrahl trifft. Sehr gut. Hoffentlich ist das ein Two-Shot. Bitte nicht in Trank-Range. Ein Innit-Drop. Der hilft uns wahrscheinlich. So, wir gehen jetzt einmal auf Blubstrahl noch. Tiefschlag kommt sogar damit. Aber Tiefschlag macht keinen Schaden. Okay, Bliebrin, bitte komm durch. Blubstrahl trifft wieder. Sehr schön. So, Dunkelklaue plus werden wir nicht treffen. Dunkelklaue plus Verwirrung killt uns. Ich riskiere Staravia. Ich denke, er wird jetzt auf Hypnose gehen und einen Metroa will ich rausbekommen. Gut, okay. Tiefschlag, okay. Ich riskiere nicht, ob wir schneller sind. Das will ich jetzt nicht riskieren. Wir gehen einfach mal in Haspero. Drücken Gesichte plus Ruckzuckhip. Das wäre der Play, den wir jetzt machen werden. Hypnose trifft nicht, okay. Gesichte. Tiefschlag funktioniert auch nicht. Sehr schön, Gesichte. Und mit Ruckzuckhip werden wir die Attacke noch drauf haben. Ich bin mir aber... Okay, wir haben die Attacke nicht mehr drauf, nur Zertrümmerer. Okay, Zertrümmerer wird aber auch erst reichen. Tiefschlag darf zumindest kein Crit werden. Okay, die Attacke macht null Schaden. Dass das Alpollo keine spezielle Attacke wie Spukball hat. Ja, finde ich ein bisschen traurig. Aber die TM, die man bekommt, ist Dunkelklaue. Es gibt ja auch die TM Spukball. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht einfach die TM Spukball bekommt. Würde einfach viel logischer sein. Und sie könnte dann auch dem Alpollo Spukball geben. Und dann würde das Alpollo auch stärker sein. Aber ja. Zumindest haben wir die Arena geschafft, mit nur einem Verlust, mit einem Death oder es ist akzeptabel. Aber werden wir uns mal das Team ansehen. Staravia rot, Gyarados rot, Bliebrin vielleicht auch. Durch einen Dunkelschlag, nein, wie heißt die Attacke? Dunkelschlag, nein. Dunkelhieb oder wie heißt die Attacke nochmal? Dunkelklaue. Stärke 70 auch noch. Nur aber physisch dafür. So, Bliebrin könnte sie. Gut, ja, dann müssen wir ein weiteres Pokémon beerdigen. Leider ist Pachirisu gestorben. Das ist sehr schade, natürlich. Ich glaube, man hört schon heraus, dass ich jetzt nicht so enttäuscht bin, dass dieses Pokémon tot ist. Aber ja, gut. So, das sind schon 5 Pokémon gestorben. Dann nehmen wir mal Pachirisu aus dem Team, legen es ab. So, das sind so 5 Pokémon.
die man öfters benutzt oder nicht so gut sind. Dann kommt Palimpalim wieder ins Team. Mit dem Team bin ich derzeit sehr zufrieden, auch wenn wir zwei Wasser-Pokémon haben. Ich finde, das passt auch. Schlappohr bleibt im Team, bis es stirbt. Wie oft benutzt man Schlappohr? Ich habe noch nie Schlappohr benutzt. Habt ihr schon mal benutzt? Ich denke nicht. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, Leute, ich hoffe, dass euch der Park gefallen hat. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.